Neggy Magister und Yuria Neidblom. Und als Platin- und Goldseelen kriegt ihr alle 3 Monate eine Postkarte wie diese nach Hause geschickt oder mit anderen Motiven. Und als Platin-Seele dürft ihr euch sogar einmal im Monat einen Stream wünschen. So, und der gute Pugi, der wartet ja schon darauf, dass er Platin-Seele wird. Der hat ja genug Seelen gespart. Und da weiß ich auch schon, was das Spiel wird, was wir spielen werden. Nämlich, jetzt habe ich es vergessen. Also so irgendein Horror-Jump'n'Run. Insecure bin ich. Inception? Nein. Egal. Ja. Okay. Jetzt geht die Hauptquest weiter. Dafür müssen wir, glaube ich, in den 13. Splitter reisen. Allerdings, wie die Quest genau heißt, kann ich euch nicht sagen, denn ihr seht, es ist eine Fragezeichen-Fragezeichen-Fragezeichen-Quest. Die stehen normalerweise für immer was Episches. So. Da muss ich aber erstmal hier hinreisen. Blöde ist, es ist ein relativ weiter Weg dahin. Deshalb, jetzt wird erstmal ein bisschen geritten. Ada, das Spiel heißt Final Fantasy 14. So. Wenn ich hier dann einmal das Mount rauspacken, rausholen. Potera, mir geht's gut und ich hoffe dir auch. Und willkommen hier in meinem kleinen, aber feinen TikTok-Live. Ah, Inside, danke Pugi. Inside heißt das Spiel. Ja. So ein Scherenschnittspiel. Bin mal gespannt. Wenigstens ist es nicht ganz so schlimm wie die letzten Platin-Spiele, die ich spielen musste. Ja. Außer, dass ich wahrscheinlich 1000 Mal draufgehen werde. Also zu Outlast, ja. Frage ist halt, soll ich es mit einem Death-Counter machen? Pugi? Oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Hoffentlich nicht. So. Ich müsste eh erstmal gucken, wie ich einen Death-Counter einbinde. Also auf TikTok. So, okay, jetzt sind wir hier. Und dann geht's hier weiter. Wie gesagt, der Weg zur nächsten Quest ist ein bisschen länger. Aber das kriegen wir hin. Dort. So. Naja, die ignorieren mich momentan. Die ignorieren mich, weil ich davor ja noch einen Dungeon gemacht habe. Das ist jetzt Teil des DLCs Burnt Memories, glaube ich, heißt er, oder? So ähnlich. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber auf alle Fälle vielleicht schaffen wir es sogar noch zum nächsten DLC, aber ich glaube es nicht. Also nicht DLC, sondern Patch. Aber jetzt hier erstmal die schwarz gekleidete Nichtgesandte von uralten Künsten. Die schwarz gekleidete Nichtgesandte betrachtet dich mit fragenden Blicken. Also, was wollt ihr? Ohne Grund kommt man doch wohl nicht in einen Kerker rein. Wir hörten, dass hier ein weißes Nichtwesen gefangen sei. Eines, das uns einige Fragen beantworten soll. Einige Fragen beantworten soll. Die werde ich es kaum erklären müssen, aber wir stammen nicht von dieser Welt und entsprechend ist unser Wissen um diese hier begrenzt. So, würdest du uns dabei helfen, einige dieser Wissenslücken zu schließen? Ich wollte also informieren. Was? Ihr wollt also Informationen? Ja, ja, genau das wollen wir. So, in Ordnung. Was könnt ihr mir bieten? Bieten? Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. Nun, hier hat alles seinen Preis. Dies ist die einzige und alles bestimmende Regel dieser Welt. Wenn ihr etwas wollt, müsst ihr dafür zahlen. Ich verstehe. Bitte verzeiht meine Unwissenheit und lasst mich erneut versuchen. Allerdings glaube ich nicht, dass unser Chill hier viel wert ist. Was können wir dir also geben?
Ich glaube, darauf weiß ich eine Antwort. Schließlich gibt es nur eins, nach dem es einem Nichtwesen giert. Äther. Wenn du uns Informationen gibst, bekommst du Äther von uns. Nicht all unseren Äther, versteht sich? In Ordnung, dann erzähle ich eben nur so viel, wie ihr entbehren könnt, ohne zu sterben. Sehr umsichtig. Okay, verstanden. Dann ist der Handel besiegelt, allerdings unterhalten wir uns über das Nichts lieber woanders. Gehen wir nach draußen. Ab durch das Nichts, in das Nichts, um das Nichts herum. So. Ein trojanischer Wächter, okay. Wo müssen wir jetzt hin? Okay, soweit ist es zum Glück nicht. Was stand da? Warum komme ich da nicht über die Achso, Entschuldigung, das war der falsche Weg, hier geht's lang. Schwarz gekleidete Nichtgesandte. Ein endloser, pechschwarzer Himmel. Das ist das Nichts, wie ihr es nennt. Und die Welt, in die ich gehöre. Es war nicht immer so. Auch hier gab es einst Licht. Und eine Sonne, die die Meere im tiefsten Blau und das Land im sattesten Grün erstrahlen ließ. Eine Welt, in der das Leben blühte. Doch dann brach der Memoria-Krieg aus. Memoria? Es war dieser Krieg, der die Balance des Äthers störte und die Welt in Dunkelheit hüllte. Das Leben selbst musste sich dem beugen. Ausnahmslos jede Kreatur verwandelte sich in das, was ihr Nichtswesen nennt. Und nun ist es ihre Welt, die des Nichts. Ganz so, wie die Lichtflut des ersten Splitters Sündenvertilger schuf. Sie sind gänzlich entgegengesetzter Affinität und dennoch gleichen sie den Nichtswesen in vielen Belangen. Die Sonne steht still, Tag und Nacht sind zu einer Masse verschmolzen. Schließlich blutete das Meer in das Land und das Land in das Meer und alles wurde Finsternis. Und die Wesen des Nichts, halb um ihren Verstand gebracht, klammerten sich an die schemenhaften Erinnerungen, die in ihren Herzen eingebrannt waren. So. Ups, Entschuldigung. Diese Feste ist keine Ausnahme. Die Burgherrin, wie ihr sie genannt habt, vermutlich lebte sie vor unendlich langer Zeit tatsächlich hier. Dürfte ich kurz einhaken? Ich sehe die Dunkelheit in dir. Viel zu schwarz für eine der unseren. Du bist ein Wesen des Nichts, ohne Zweifel. Aber du sprichst nicht wie eines. Noch nie ist mir jemand begegnet, der von einer Welt vor der Flut der Dunkelheit erzählte. Bist du also wirklich eine Nichtsgesandte? Es ist wahr, ich bin anders als der Rest. Ich bin ein Halbwesen, wenn man so will. Kurz nach dem Beginn des Krieges wurde ein Kind geboren, dessen Mutter bereits die Finsternis in sich trug. Es sah aus wie ein gewöhnlicher Säugling, war innerlich aber von der Schwärze zerfressen. Sein Anderssein wurde endgültig klar, als es in der Blüte seiner Jugend schlicht aufhörte zu altern. Dieses Kind bin natürlich ich, auch wenn man mich mittlerweile nicht mehr als anders bezeichnen kann, schätze ich. Wir fressen die Schwachen und beugen uns vor den Starken. Eine Existenz ohne Ziel und ohne Sinn.
Das wurde sehr schnell, sehr persönlich. Bitte verzeih. Dabei kennen wir noch nicht einmal deinen Namen. Ihr könnt mich weiterhin eine Nichtsgesandte nennen. Uns kümmern eure Namen schließlich auch nicht. MK, danke für die Rose. Das erscheint weder praktisch noch sonderlich respektvoll. Wir würden dich doch gerne angemessen ansprechen, wenn du es uns erlaubst. Dann denkt euch einen für mich aus. Mir ist das einerlei. Dann nennen wir dich ab sofort Susi. Wie wäre es dann mit Zero? Nee, Susi. Wir nennen dich Susi, nicht Zero. Zero ist komisch. Also wenn, dann würde es ja Zero heißen, aber okay. Das bedeutet Null und Nichts, oder? Das passt wohl zu mir. Vielmehr ist es ein Wort, das für einen Anfang steht. Und den gilt es nun zu setzen. Trennen sich unsere Wege oder nähern wir uns an? Oh, wie ihr wollt. Na dann, auf gute Zusammenarbeit, Susi. Zusammenarbeit? Ich soll also bei euch bleiben? Zero also. Ich hätte da dennoch eine Frage. Doch erst will ich erklären, weshalb wir in diese Welt gekommen sind. Wir suchen einen Drachen. Meine Schwester Ashdaya, um genau zu sein. Sie kam vor langer Zeit durch ein Portal hierher. Ein Drache? Ganz recht. Wenn du irgendetwas darüber weißt, dann bitte ich dich inständig. Das war scary. Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Hm? Nein. Wir nicht, nein. Aber gehört habe ich auch etwas. So, Zero? Mein Name steht also für einen Anfang. Aber was für einen Anfang soll ich denn für diese tote Welt noch finden? Estinien? Ob die Biester nun so einen Gegenschlag ausholen, zumindest dürfen wir nicht davon ausgehen, dass sie sich restlos ergeben haben. Hallo Pro-Gamer, einen wunderschönen guten Abend. Und hier ist Tala. Ich werde mich wohl nicht verhört haben, aber außer Zero ist niemand hier, oder? Zugegeben, ich will so schnell wie möglich zu unserem Gespräch zurückkehren. Ein Halbwesen, wie faszinierend, was sie uns wohl noch alles zu berichten hat. Dieser Ort bietet wahrlich keinerlei Schutz. Wir können von allen Seiten beobachtet werden. Wir sollten Vorsicht walten lassen. Zero wurde sowieso gerade aus ihrem Redefluss gerissen. Setzen wir unser Gespräch doch fort, nachdem wir jetzt ins Inneren der Burg zurückgekehrt sind. An dem Ort, wo die Burgherrin besiegt wurde. Die Eingänge dort sind gut einsehbar und Überraschungsangriffe sind unmöglich. Das ist eine ganze Menge Befehle von jemandem, dessen Zahlung noch aussteht. Ich werde mich beugen, sofern die Rechnung jetzt beglichen wird. Schon gut. Suchen wir uns einen halbwegs sicheren Ort, dann sollst du meinen Äther haben. Und hallo 556763, einen wunderschönen guten Abend. So. Da geht's zur Bogdoloja. Und an das Herzchen da auch einen schönen Tag. Oder schönen guten Abend.
So. Ich hoffe, doch, die Wachhunde müssten auch. Also, das finde ich richtig. Also, dieser Nebeleffekt ist richtig cool in der neuen Instanz. Oh, hier geht's nicht weiter. Entschuldigung, falsche Richtung. 556763. Ich spiele Final Fantasy 14 gerade. Und Esna Mellig, danke für die Royal Rose. Und hallo Bro 47, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Kann man doch garantiert ein bisschen rennen, oder? Bro 47, alles was Beine hat, geht. Alles was Beine hat, geht. So. Ah, da kommt ein Kampf auf uns zu. Große Ereignisse, inklusive einer größeren Schlacht, bahnen sich an. Wir empfehlen dir, genügend Zeit einzuplanen, damit du alle Inhalte in Ruhe genießen kannst. Ja, wir haben noch etwa 2,5 Stunden. Das sollte gehen. Im Verlauf der bevorstehenden Schlacht wird ein Fortschritt an bestimmten Stellen gespeichert. Ja, das ist okay. Hier ist gut, oder? Dann den Äther, bitte. Also schön. Das escalated quickly. Und hallo Moonspell, einen wunderschönen guten Abend. Ah, jetzt ist mir mein Mal entfleucht. Der schon wieder. Den haben wir doch eben erst erledigt. Warum ist er noch am Leben? Ihr Narren, der Tod hat hier keinerlei Bedeutung. Ich kehre wieder, so oft es mir beliebt. Der Tod hat keine Bedeutung? Ah! Natürlich! Im ersten Splitter brachte das Licht den Stillstand. Und so konnte in der großen Leere kein neues Leben entstehen. Hallo Godzilla, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Jedoch die Bewegung. Dies gilt auch für Seelen. Sie finden auch im Tod keine Ruhe. Sofern der Äther der Seele also nicht verzehrt wird, kehrt diese wieder und wieder ins Leben zurück. Äther sieht ebenso köstlich aus wie ihre. Was? Ja, das war ein Festmahl. Ich will mehr, mehr davon. Steht auf, meine Diener! Ich befehle es! Der ganze Spaß also nochmal von vorn. Schlagen wir sie nieder, so oft es auch sein muss. Wir wären dir sehr verbunden, wenn du uns etwas zur Hand gehen würdest. Mein Lohn steht noch aus. Bis dieses Versprechen erfüllt ist, habe ich keinerlei Verpflichtung, euch zu helfen.
Und was ist mit... Selbst um ihn. Selbst wenn ihr unterlegen seid, labe ich mich einfach an eurem Äther. Und was ist mit der Kunde ist König? Hä? Egal. Und Luki, der Beste, danke für die 3 Montys. Nie hätte ich erwartet, solche Köstlichkeiten zu finden. Und ich dachte, diese Mission sei nichts als lästiger Zeitvertreib. Nun kommt! Schlürfen will ich ihn, euren verlockenden Lebenssaft. So, Zeit für ein Dance-Battle, im wahrsten Sinne des Wortes. Als Tänzer. Nun gehorcht ihr alle auf die Wort. Mitten in Zeit für die erste Mahlzeit. Die Nichtsgesamten sammeln sich. Wir sollten es schnellstens zu Ende bringen. Lass die Brut nur kommen. Ein kleines Infektfeuerwerk für euch. Und User 018, danke für deine Rose. Nun lernt ihr unser wahres Wesen kennen. Luisa, einen wunderschönen guten Abend und C from UK, danke für deine Rose. Oh, thank you for your roses. Anse, auch danke für deine goldene Rose. Es nimmt kein Ende. Da steckt sich hier ein Feigling. Alle hierher. Überstehen wir nur zusammen. Und wieder weg, Kirche. Und Miholo, Mio Holb, danke für deine Rose. Und 556763, willkommen zurück. Zurück. 55, 67, 663, alles was Beine hat, geht. Begreift ihr denn nicht? Ihr könnt nicht siegen. Oh, doch. Ich habe noch mehr als genug Magie in mir, um das auf die Probe zu stellen. Gibt es denn keine Möglichkeit, ihn ein für alle Mal loszuwerden? Die gibt es schon. Aber ich sehe keinen Grund, euch davon zu erzählen. Berlin 2144, das ist Final Fantasy 14. Wir hier spielen.
Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, stehst du in unserer Schuld. Zero, dein Name. Hi, Shredder. Gebe ich dir später auch noch den Äther, nachdem du verlangt hast, schuldest du uns ein Entgelt. Nach einem Namen habe ich aber nicht gefragt. Hast es trotzdem bekommen. Ach, was soll's. Angenommen habe ich ihn ja dennoch, schätze ich. Oh, der Reaper is coming. Und Luki, der Beste, danke für die 16 Rosen. Sie lässt die Seelen der Nichtswesen kristallisieren. Na, das ist aber ein praktisches Manöver. Ist es genehm so, ja? Äußerst genehm. Dann herzlichen Glückwunsch, Baba Memes, für deine PlayStation 5, die du letzte Woche bekommen hast. Mit Zeros Hilfe können wir Skarmione bezwingen. Was fällt dir ein? Richtig. Mit dir habe ich ja auch noch eine Rechnung offen. Auge um Auge. Prepare for battle. Der Grund für meine Schuld wird nicht zu sein. Doch mit diesem Kampf ist sie beglückt. Sie sind zu Kristalle erstarrt. Woher nimmt sie diese Kraft? Ich werde euch genügend ausbluten lassen. Kümmern wir uns zuerst um das Gesinde. Du bist mir nicht gewachsen. In die Vergessenheit. Besser als gedacht.
So, die Fesseln sind gleich gelöst. Eine weitere Schuld, die ich begleiche. Keiner muss sehen, dass du dich machst. Zuerst ist ein Tier. Gerottet unter der Erde. Macht ihr also endlich ernst, ja? Also dann. Gehen wir in die Folge. So, 33% haben wir geschafft. Nur noch ein Drittel der Lebenspunkte. Und ob wir wirklich richtig stehen, sehen wir, wenn der Rip anfängt, der Vibe anfängt. Keine 20% mehr. Diese unglaubliche Macht ist für sehr gut das Ganze. Jetzt oder nie, Freunde. Prozent, gleich haben wir ihn. Boogie meint gerade, man bekommt da sehr wenig Damage, kann irgendwo überall drin bleiben. Naja, und dann sterbe ich doch irgendwo. Und dann ist die große Lachnummer. Ha, Dummkopf! Du unterschätzt meine Macht! Ganz gleich, wie oft du mich niederstreckst. Ich stehe immer wieder auf. Wie? Mein Fleisch. Wieso? Was geschieht hier? Der Äther, du sperrst ihn in Kristall. Ach, Memoria. Wie kommst du zu solch einer Macht? Ich sterbe in einer Welt, in der es den Tod gar nicht mehr gibt. Oh, Golbes! Verflucht seist du! Du und deine süßen Versprechen. Ins Verderben haben sie mich geführt. Ihr, die ihr nach Macht strebt, seid willkommen. Mein Name lautet Golbes. Hallo, Golbes. Es gilt, den Heiligen Krieg zu überdauern, der über uns hereinbrechen wird. Dazu bedarf es eines Heeres, das niemals die Schmach einer Niederlage spüren wird.
Und ihr sollt an seiner Spitze stehen und uns zum Sieg führen. Nicht so schnell. Dein Versprechen hast du hoffentlich nicht vergessen. Richtig. Wir folgen dir. Und du lässt uns den feinsten Äther schmausen. Selbstverständlich habe ich das nicht vergessen. Noch seid ihr zu schwach, zu zerbrechlich. So müsst ihr erstarken, um an meiner Seite schreiten zu können. Schöne Worte, aber bislang nur Schall und Rauch. Wo ist es denn, unser versprochenes Festmahl? So seht selbst. Rote Schwingen, spitzes Horn, ach und wie beseelt der Äther. Ein Schatz aus jener Welt. Labt euch am Äther dieses Drachen und erstarkt. Erhebt euch als meine vier Fürsten. Es wird ihnen nicht gelingen, den Äther gänzlich zu vertilgen. Doch dies soll uns kein Nachteil sein. Dieser Drache hat noch eine andere Rolle zu spielen. Alles in Ordnung? Verschwunden ist der Äther der Wesen nicht. Stattdessen scheint ihr ganzes Sein in Kristall geschlossen, gleich einem Siegel unserer Welt. Dieser Skamelione bezeichnete sie als Memoria. Du sprachst auch davon, nicht wahr? Von dem Krieg der Memoria. Ja. Es ist die Macht, die meine Welt zerstörte. Ist man erst in Memoria verwandelt, gibt es kein Zurück, soweit ich weiß. Verstehe. Danke, dass du uns zur Seite gestanden hast. Ich war euch noch etwas schuldig. Für den Äther, den ihr nun zu bezahlen habt. Ja, Pucki, ich bin auch gespannt, was das nächste Add-on bringt. Ich gehe ja davon aus, sie müssten es jetzt bald ankündigen, damit sie so ein Jahr Vorlaufzeit haben. Bitte genieße ihn in Maßen. Wir wollen unsere Erkundung danach schließlich noch fortsetzen. Sommer. Ja, okay, ja. Bei uns regiert Schnöder Giel die Welt, hier scheinbar der Äther. Oh. Damit sind wir quitt, würde ich sagen. Und du? Du hattest wieder eine Vision, nicht wahr? Ein Drache, sagst du?
Ähnelte die Gestalt einem hohen Drachen, könnte es tatsächlich Ashtaya gewesen sein. Was bedeuten würde, dass sie in die Hände der Nichtswesen gefallen ist. Golbes? Ist das der Rädelsführer? Es gibt viel, worüber wir nachsinnen müssen. Gönnen wir uns eine Pause, um unsere Gedanken zu sortieren. So, hier ist Toller. Damit gehen die uralten Künste zu Ende. Ehe wir uns dem nächsten Schritt zuwenden, sollten wir uns einen Überblick über das verschaffen, was wir in Erfahrung bringen konnten. Zweifelsohne kann uns Zero die Wahrheit über den 13. Splitter erzählen. Wir haben sie ausgiebig verköstigt, also soll sie uns Rede und Antwort stehen. Aber vorher reden wir einmal mit Istinien. Nein, mit Istinien wollte ich...